Moin Leute, willkommen auf meinem Channel. Komm! Folgendes: Heute reden wir über Porträts. Und zwar natürlich nicht irgendwelche Porträts. Was ich damit sagen will, ist, es geht um Babyporträts. Der ein oder andere da draußen ist sich ja vielleicht bewusst, dass ein Baby, wie soll ich sagen, ständig am Wachsen ist. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wenn ihr da draußen zufälligerweise Vater oder Mutter geworden seid, dass dein Baby sich ständig weiterentwickelt. Und zwar, den einen Morgen ist die Nase noch krumm und an einem anderen Morgen ist die Nase schon wieder gerade. Bedeutet was? Was ich damit sagen will ist, Leute, natürlich kann man ein Babyporträt machen, gar keine Frage. Ist alles gar kein Problem, sieht auch mega geil aus, aber ich rate jeden davon ab, aus folgendem Grund. Dein Baby ist ständig am Wachsen. Es verändert sich, ja. Die Augenpartie, selbst die Augenfarbe ist noch nicht die richtige. Klar kann es passieren, dass so wie das Baby geboren wird, dass die Augenfarbe so bleibt. Aber die Chance ist relativ gering. Und man sagt, so im Schnitt, wie gesagt, ist wieder meine Meinung. Kann auch sein, dass ich mich irre und jemand da draußen völlig anderer Meinung ist. Jedenfalls vermittle ich euch nur, meine Meinung. Und zwar solltest du warten, bis dein Baby, in dem Sinne jetzt eigentlich dann auch schon Kind, 3 ist. Warum? Die Haare verändern sich, ja. Baby, vor allen Dingen, wenn du gleich ein Porträt haben willst von deinem Baby, so wie du das quasi auch im Krankenhaus machst mit so einem Fotoshooting mit dem Baby, das ist alles schön und gut, das kann man da machen. Aber für immer auf der Haut haben, ein Baby, was eventuell gar nicht dein Baby ist, vom Aussehen her, wenn du verstehst, was ich meine, weil die Form sich ja noch ändert, ist natürlich ein absoluter Albtraum. Denn du hättest so gesehen, hättest du klar, wenn es geboren ist, so sieht's aus, das ist dein Kind. Aber letztendlich ist es nicht dein Kind, weil es nimmt auf jeden Fall noch eine andere Form an. Das kann ich euch versprechen, das sehe ich sogar gerade an meiner Kleinen, an Mary Jane. Denn uns fällt auf ständig, dass sich Mary Jane weiterentwickelt. Ja, und sie ist jetzt gerade mal 3 Monate alt. Fast 3 Monate alt. Nee, noch nicht mal. 2 Monate alt. Und da habe ich schon gesehen, wie die Augenpartie, die Nase, der Mund, wie sich alles schon verändert. Wie das Kind auch immer brummiger wird. Was natürlich gut ist, denn so ist es gut gestärkt für den Wachstum. Aber es hat halt nicht die Form wie, ich kenne es von meiner Großen, weil die ist 4. Grace Harley. Ja, Michelle. Und bei der sehe ich das, die sah ja als Baby aus wie ein Buddha. Sprich, sie hat irgendwie gar nicht richtig die Augen aufbekommen, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt. Irgendwann hatte sie dann plötzlich Riesenaugen wie Mickey Mouse. Ja, und als sie zur Welt kam, wie gesagt, sah sie aus wie ein Buddha. Deswegen kann ich euch nur sagen, lasst die Scheiße sein, wartet ab, bis es ein Kind ist. Sprich, so 3 solltest du schon einhalten. Und dann hast du wunderbare Kinderporträts. So viel dazu. Haben wir wieder was gelernt. Bis denne, Antenne. Und wir sehen uns im nächsten Video. Achso, und nicht vergessen, Däumchen da lassen, abonnieren und klickt die Glocke an, damit ihr immer wieder auf dem neuesten Stand seid. Das ist natürlich sehr wichtig und kurzes Video, aber wichtiger Inhalt. Haben wir was gelernt? Kommen mir vor wie so ein Nachrichtensprecher manchmal. Gut, bis dann, Antenne. Haut rein. Ciao.